In due time.
Ah. Okay. Danke für den Hinweis, Bandscore. Auch In-Game-Sound weg. Really? Was ist passiert? Ja, wenn ich raustappe, dann ist der In-Game-Sound weg. Aber bei meinem Mikro, keine Ahnung, scheint die Lust verlassen zu haben. Danke für den Hinweis. Und willkommen zurück. So. Okay, jetzt scheint wieder alles zu gehen. Gut, gut. In dem Fall hier wäre das jetzt bloß mit plus 7 und wenn wir einen Bogen ausrüsten, auch plus 7. A. Lesser Braces of Archery. Like Crossbow. Gleicht sich aus. Ich kann ihr jetzt auch nichts geben, was wirklich deutlich besser ist, als was sie gerade hat. Ich habe nicht wirklich irgendeinen guten Kurzbogen für sie. Ist das Problem. Weshalb ihr jetzt diese Bracers auch nicht wirklich was bringen. Aber, naja, zumindest für ihn habe ich ja hier diesen Bogen. Der Savage Bow. Geben wir mal ihm. Sechs bis 13 Schaden. Plus. Also ein. Ja. 6 bis 13 Piercing Damage. Dann hat er jetzt 3 Attack Rolls damit. 3 Attack Rolls. Jeweils mit plus 14, plus 14 und plus 9. Was war denn das dann, was er vorher hatte? Ja. Also, schon besser. Alles klar, Bandscore. Hab noch einen wunderschönen Restsonntag. Komm dann gut in die neue Woche. Gerne bis demnächst mal wieder. So. Genau. Das wollte ich Ihnen auf jeden Fall mal noch geben. Den Bogen. Und dieser Helm. Ich meine, im Grunde könnte ich diesen Helm eben geben. Ne? Auch Amiri kann ich diesen Helm geben. Wenn ein Gegner geflankt ist, kriegt sie noch plus 1 auf ihr Attack Roll. Ist auch nice. Okay. Ansonsten, würde ich mal sagen. Und das hier erstmal weg. Die brauche ich nicht wirklich. Breastplate plus 1. Ich meine, sie kann es gerne auch haben. Hier haben wir 4 leichte Armor. Okay. Stattdessen den hier noch geben. Und ich glaube, ansonsten den Rest, den kann ich dann verkaufen. Zwei bis elf. Warum ist sie damit so viel besser? Plus 7. Ja, dann geben wir ihr mal die schwere Armbrust. Why not? Why not? Diese Sense. Blub. Könnt ihr natürlich noch eine Fernkampfwaffe geben? Was hat sie überhaupt so? Stärke sieht ganz gut bei ihr aus. 4 bis 11 geben wir einfach mal einen Kompositbogen. Hm.
bei ihm nichts Neues, nee. Wait, what? Oh, jetzt kann sie den nicht verwenden, oder was? Was ist denn jetzt gerade mit Anzeige los? Can be equipped, aber es ist rot. Warum ist es rot? What? Die Anzeige backt gerade rum. Okay. Eine neue Waffe für ihn. Er hat ja auch noch eine gute, ziemlich gute Waffe. Okay. Ihm können wir natürlich nichts geben. Ausrüstungstechnisch sollte jetzt jeder das Beste von dem haben, was ich aktuell so gesammelt habe. Mal gucken, ob ich noch ein paar Sachen hier lasse. Von dem Kram. Das hier eventuell, das würde ich für später vielleicht mal zurücklassen. Die restlichen Sachen, glaube ich, kann ich verkaufen. Das würde ich eventuell noch hier lassen. Das hier. Ich glaube, den Kram würde ich verkaufen. Keine Ahnung, ob ich das jemals nochmal brauchen werde. Dieses Amulett. Okay. Nice. Wir reden mit dem Storyteller. Wir können ihm... we can sell some of our amulets and stuff to him. I brought some relics. Any worthy of story? So, what do we have here? Some gold coins for the Torx pendant. Token of the Dryad, 900. Oh, now here's something truly impressive. These items once belonged to a dwarven smith, and they wish to tell us their story. The storyteller shakes his head sadly. But too much has been lost, too much forgotten. The story of the smith eludes me. Please find the rest of the 5 missing items and return them to me as soon as you can. 5 items. Okay. Oven Helm Shard. Knight's Braces. I'm there. Okay, let's go to our merchant. All the other stuff we can we don't need on our travels. Ooh. Some more tea. Okay, let's see a merchant. Show me your wares. Nice.
So now we have 24,000 gold. Alright. Just a little bit more and we can purchase the next bag of holding. Not from this merchant, from the other one. From the one down here. Azoo! Dinosaur. The bag of holding for 25,000 stores a 200. I don't even know what this this is. This unit, LBS. You can get build points from it. Well, for gold. Please. Please. Okay, I think we're good to go. Yep. We can continue with our travels. Follow if you dare. Oh wait, can we actually talk to our ranger here? Maybe he has something interesting to tell us. Hello there! Now it's safe. The Kundayu looks somewhere beyond you. Forgive me, friend. My thoughts are on Kargat right now. Tell me about yourself. The Kun turns his eyes on you. Don't want to rake up the past. Not now. When the wound still bleeds, must kill Kargat and regain my peace. Okay. Okay, okay. He is focused on this troll leader. So I'm going to finish him off. I keep this team right here. And now we take a look at the mage in the wood. Here at Lone House. Why? Wait. Why this long way around? 17 hours. Can't we just take this road? Let's go. Okay, he built some more traps. Okay. Anything for sale? Have you executed my order? Yes, your grace. You've seen it with your own eyes. At least I managed to gather some useful data from its corpse. I hope you're satisfied. Totally. A pouch of feather tokens. Ooh. So I guess that won't be enough.
When in doubt, sing. Good tip. How do we get there to the bandit camp from the watchtower? I will take another look at the overgrown pool. I guess we don't have enough of these tokens for her right now.